Die Region rund um den Ossiacher See bekommt eine neue Seedruckleitung. Notwendig wurde das, um auch künftig Abwasseraustritte zu verhindern. Technisch gesehen war es eine große Herausforderung, die rund 8 Kilometer lange Leitung auf dem Seegrund zu verlegen. Um die Leitung schlussendlich absenken zu können, wurde sie am Ballastierporto mit jeweils rund 70 Kilogramm wiegenden Segmenten beschwert. Eine Gummiarmierung verhindert eine Beschädigung der Rohrstränge aus Polyethylen. Anschließend wurde die gesamte Leitung in den See ausgeschwommen. Die Luft in den Rohren gewährleisteten den nötigen Auftrieb. In weiterer Folge wurden an definierten Stellen Ballastiersteine mit rund 400 Kilogramm versenkt. Diese gewährleisten den korrekten Trassenverlauf. Es folgte das Einschwimmen der drei Trassenstränge entlang der Ballastiersteine. Jetzt konnten die einzelnen Abschnitte mit Längen von 500 Metern sowie 2,5 und 5 Kilometern verschweißt werden. Für das kontrollierte Absenken der gesamten Leitung mit einer Länge von jetzt 8 Kilometern wurde an einem Rohrende ein kontrollierter Gegendruck aufrechterhalten und sukzessive reduziert, um das Wasser am anderen Rohrende einströmen zu lassen. Somit konnte das Rohr definiert geflutet und versenkt werden. Schlussendlich war die gesamte Druckleitung korrekt am Grund des Ossiacher Sees verlegt. Somit ist die sichere Verbindung zwischen der Pumpstation Berghof und Westufer wieder gewährleistet.